Figarino, der Webchannel. Von Figaro, dem Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks. Zum Nachhören. Wenn du musst, so viel Wissen macht Knast. Muss ich das jetzt sagen? So viel Wissen macht Knast. Zwei Tage lang verwandelt sich der Klassenraum der Klasse 7b des Landschulheims Groves Mühle in ein Tonstudio. Max, Antonia und ihre Mitschüler werden vor dem Mikrofon plötzlich zu richtigen Sprechern. Als Mr. Crocodile oder Möwe Marina erzählen sie die Geschichte einer fantastischen Reise. Unterstützt werden sie dabei von echten Profis, wie dem Schauspieler Heinz Hönig, der den Zauberkoch und damit die Hauptrolle spricht. Blitzplötzlich und näher als damals auf dem Meer grollte die stürmige Stimme, die mich hierher geholt hatte. Herein! War er ein Schatten? Die Schulstunde ist noch nicht zu Ende. Das Schiff kann der Außenwelt kaum noch entrinnen, Kapitän. Das Öl ist überall. Und die neue Mannschaft war auch schon fast verschwunden, als wir an Bord kamen. Zickzack riet mir zu schweigen. Einmal bei einem richtigen Hörspiel mitmachen und am Ende die eigene CD in den Händen halten. Der Zauberkoch macht es möglich. Das Hörspiel funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Auf der einen Seite gibt es die vorproduzierten Aufnahmen der professionellen Sprecher und Musik von Rolf Zuckowski. Auf der anderen Seite gibt es viel Platz für die Aufnahmen aus dem Klassenraum. Die Originalaufnahmen zum Hörspiel wurden bereits 2011 von benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Internaten und Kinderheimen Deutschlands produziert. Aus allen Teilen entsteht eine ganz besondere Geschichte. Die Geschichte vom Zauberkoch. Das ist so ein Schüler aus so einer Schule, der macht gerade sozusagen sein Abi und hat dafür eine Aufgabe. Er muss eine Pflanze finden namens 7-mal schnell zur Heilung von kleinwüchsigen Mammutbäumen, rennt dabei aber aus Versehen vor der Angst weg und gegen einen Baum, verliert das Bewusstsein und seine ganzen Erfahrungen. Auf der Suche nach sich selbst und seiner Erinnerung begegnet der Zauberkoch allerhand Gestalten, bösen und guten. Vor allem aber lernt er, was es heißt, sich seiner eigenen Angst zu stellen. Louis spricht den Zickzack, Max den verrückten Mr. Crocodile und Antonia die Möwe Marina. Für alle eine völlig neue Erfahrung. Es gehört viel Mut dazu, vor den anderen ins Mikrofon zu sprechen. Und auch das lange Üben, bis der Text endlich sitzt, ist nicht immer leicht. Jeder hat dabei seine eigene Aufgabe. Es gab vier Gruppen, also die Sprechergruppe, die Schreibergruppe, die Technikgruppe und die Geräuschemachergruppe. Ja, zum Beispiel den Wind oder die Tür und das Wasser und so. Ja, wir haben ja in der Schule geguckt, wo wir die Geräusche herbekommen können und wie wir die darstellen können. Also ich habe gesungen und was gesprochen in dem einen Lied. Dann haben wir das Mikro genommen und haben das da reingesprochen. Und wenn es jetzt nicht so gut war, haben wir es halt wiederholt. Und ja, so lange bis es gesessen hat. Dazu muss man mal sagen, wir mussten irgendwie 20 Mal was einsprechen, bis wir einen Satz hatten. Im Klassenraum wird es langsam unruhig. Zum ersten Mal hören die Schüler der 7b, was sie in den letzten Tagen erarbeitet haben. Auf dem Lehrertisch steht jetzt ein großer CD-Spieler. Daneben steht Martin Bohlig vom Studio Regenbogen. Er hat sich dieses außergewöhnliche Hörspielprojekt gemeinsam mit seiner Mutter ausgedacht. Von der Idee über die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendhilfeprojekten bis hin zur Aufführung des Mitmachhörspiels im Landschulheim Groves Mühle. Also es war so, alles, was wir vorher rausgefunden hatten, wollten wir hier final testen, um zu sehen, das ist die Generalprobe. Funktioniert das mit dem längsten Stück, was wir jemals von Kindern haben vertonen lassen? Im Umfang war das für mich stark zu wissen, wie kann man innerhalb von wenigen Tagen, sie hatten ja selber nur 3-4 Stunden, 35 Minuten Hörspiel mit Musik, mit Chören, mit Sprechern, mit Geräuschen produzieren und es kommt draußen auch noch professionell rüber. Vor allem aber kommt es bei Max und seinen Mitschülern gut an, auch wenn der Klang der eigenen Stimme irgendwie doch gewöhnungsbedürftig bleibt. Also das ist komisch, man findet seine eigene Stimme wahrscheinlich immer ein bisschen komisch, aber also ich bin schon ganz schön stolz darauf, dass ich jetzt in so einem Hörspiel bin und ja, ich freue mich darüber und hoffe, dass ich die CD auch kriege, aber wir kriegen die ja alle und werden sie mir auf jeden Fall gleich zu Hause anhören. Bald wird der Zauberkoch auch in anderen Schulen und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche zu Besuch sein. Eine Internetseite mit allen Infos, Texten und Musikvorlagen zum Herunterladen soll folgen. Denn der Zauberkoch kann Hilfe gut gebrauchen auf seiner Reise durch das Regenbogenland und dem Versuch, magische Fantasiewelten in uns allen aufleben zu lassen. Solange diese Geschichten immer weiter erzählt werden, solange neugierige, kleine und große Menschen ihnen zuhören, können sie nicht in Vergessenheit geraten. Dunkel ist vorbei, deine Freunde ziehen dich aus dem Alter.
das sein allein. Wir stehen jetzt zusammen und sind füreinander da. Lass uns einfach singen, das macht Tränen auf den Kran. Komm, lass die Sonne rein, tief in dein Herz hinein. Fühlst du den Sonnenschein, sing unser Lied. Komm, lass die Sonne rein. Figarino, der Webchannel. Von Figaro, dem Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks. Zum Nachhören.